Oh, Pelipper. Was könnte das nur sein? Dabei handelt es sich offenbar um eine Mitteilung. Lass mich mal schauen. Also, das ist eine Mitteilung von der Abenteuergilde. Offenbar hat sie in letzter Zeit Berichte erreicht, dass ein verdächtiges Pokémon in der Umgebung von Raststadt umherstreicht. Sie rät allen, Fenster und Türen zu verschließen und besondere Vorsicht beim Verlassen des Hauses walten zu lassen. Mehr steht hier nicht. Es ist ja nicht das erste Mal, dass merkwürdige Gestalten in Raststadt gibt. Die haben uns ganz schön Ärger bereitet, aber womöglich lässt uns die Gilde diesmal extra eine Mitteilung zukommen, weil es sich bei diesem Pokémon um ein anderes Kaliber handelt als bei den Gebrüdern Gladiantri oder den Gegnern in den Dungeons. Wie die Bewohner von Raststadt diese Neuigkeit wohl aufnehmen, das lässt mir keine Ruhe. So. Jetzt können wir endlich mal richtig zocken. Dann können wir wieder Sinelbeeren ernten. Das ist sehr schön. 4 Stück kriegen wir gleich. Sehr schön. Dann pflanzen wir hier doch gleich mal die nächste an. So, dann einmal wieder schön trainieren. Da nehmen wir die Kalkklinge. Und wieder einen Strich drauf. Mit dem Elektro-Dojo wollte ich ja noch warten, bis Domi den Donnerblitz lernt. Vorher lohnt sich das nicht wirklich. So. Hier haben wir noch das Käfer-Dojo. Das wollte ich auch erst dann benutzen, wenn ich die Kreuzschere habe. Ihr seid's. Ihr kommt gerade recht. Könntet ihr es bitte der Wirtin in der Herberge mit freundlichen Grüßen von mir überreichen? Der Wirtin der Herberge? Ach, du meinst Zwaron, das stimmt's? Genau. Du gibst uns Geld? Ja, um die gestrige Rechnung zu begleichen. Nun, ich bin ja gestern wie gewöhnlich zum Abendessen ins Restaurant gegangen. Aber ich war so in Gedanken versunken, dass ich vollkommen vergessen habe, Geld für die Rechnung mitzubringen. Leider fiel mir das erst auf, als ich bereits aufgegessen hatte. Etwas zu spät halt. Glücklicherweise konnte ich bei Swaro das anschreiben lassen. Eigentlich sollte ich ja selbst immer meine Zeche zu begleichen, aber heute zwickt und zwackt es mich in der Hüfte und ich kann meinen besten Willen nicht. Mach dir keine Sorgen, Warlord. Wir kümmern uns schon darum. Das trifft sich gut, denn wir wollten sowieso gerade nach Rastatt, um dort mal nach dem Rechten zu sehen. Vielen Dank. Ihr tut mir damit echt einen Riesengefallen. So, na dann gehen wir doch gleich mal nach Raststadt rüber und schauen, was dort so los ist. Kecleon ist nicht da. Chillabell ist nicht da. Und Rameidon auch nicht. Huch, das ist ja die reinste Geisterstadt. Die Mitteilung muss den Leuten hier einen gehörigen Schrecken eingejagt haben. Jetzt wagt sich niemand mehr, einen Fuß vor die Tür zu setzen. Nun gut, lasst uns erstmal zu Swaroness gehen. Sie ist bestimmt in ihrem Restaurant. Nanu, was ist denn das? Wie bitte? Von Morlot, sagt ihr? Wie bitte, um seine Rechnung von gestern zu begleichen? Vielen Dank, dass ihr extra hergekommen seid. Dabei gab es doch überhaupt keinen Grund zur Eile. Schön zu sehen, dass hier noch einige Gäste sind. Bin ich ja beruhigt. Du meinst trotz der Nachricht von jenem verdächtigen Pokémon, das sich hier in der Gegend aufhalten soll, ja?
Habt ihr euch Sorgen um uns gemacht? Das ist aber nett, vielen Dank. Aber offen gestanden erhalten wir solche Nachrichten in regelmäßigen Abständen. Deswegen beunruhigt mich diese Mitteilung nun nicht sonderlich. Verstehe, das ist eine Erleichterung. Um ehrlich zu sein, ich spreche jetzt nicht nur von der Mitteilung, die Leute hier fühlen sich in letzter Zeit doch ziemlich unwohl und unsicher. Die Stimmung ist angespannt und Querelen zwischen den Pokémon sind praktisch an der Tagesordnung. Und das Verhältnis der Pokémon untereinander ist mehr als schlecht. Selbst der Regenbogen der Hoffnung zeigt sich nicht mehr am Himmel. Ich bin der Erste, der auf zugibt, dass uns alle Zuversicht und Hoffnung abhanden gekommen sind, seit wir den Regenbogen der Hoffnung nicht mehr am Himmel bewundern können. Und nicht nur wir hier in Raststadt. Pokémon auf der ganzen Welt verlieren ihren Glauben an die Zukunft. Wenn das so weitergeht, dann... Ach, ich will es mir gar nicht ausmalen. Ich habe ja so ein ungutes Gefühl. Ein ungutes Gefühl? Ich kann gut nachempfinden, wie du dich fühlst, mein Bester. An jedem Einzelnen von uns nagt tief im Inneren wohl die gleiche Furcht. Wenn sich nichts ändert, dann ist es schlecht um uns bestellt. Und es gibt keine Hoffnung auf eine glückliche Zukunft mehr. Diese enorme Unsicherheit lastet auf uns allen hier und droht uns zu erdrücken. Schlimmer noch. Niemand hat auch nur eine blasse Ahnung davon, was man dagegen unternehmen kann. Wir sind zur Tatenlosigkeit verdammt. Es ist ein Gefühl von Ohnmacht. Ein Gefühl von Ohnmacht? Also dieses Gespräch ist mir noch sehr aufs Gemüt geschlagen. Aber warum jammern in Selbstmitleid versinken, bringt uns auch nicht weiter. Geben wir unser Bestes. Ich frage mich, wie Domi über alles denkt. Über das ungute Gefühl, dass es schlecht um uns bestellt ist. Immerhin haben Terrybug und Geronimatz gerade gesagt, dass alle Pokémon auf der Welt davon in Mitleidenschaft gezogen sind. Also muss es Domi wohl auch ziemlich mitnehmen. Was hast du denn auf einmal? Kopf hoch, es wird schon schief gehen. Domi lässt sich die gute Laune einfach nicht nehmen. Ich grüble zu viel nach. Ich sollte mich auch nicht runterziehen lassen. Na also, ist das schon viel besser. Am besten ist, wir ziehen gleich los und erledigen ein paar Jobs. Das würde uns auf andere Gedanken bringen. So. Läden sind immer noch alle nicht besetzt. Bloß mal ganz kurz rauf auf den Hügel schauen. Aber gut, hier ist heute niemand. Gut, dann gehen wir erstmal zurück ins Pokémon-Paradies. Wie schaut's denn eigentlich mit dem Baumaterial aus? Was kann ich denn demnächst so alles bauen? Die ganzen Dojos wären halt noch offen. Das letzte Dojo, das ich überhaupt noch bräuchte, habe ich aber auch noch nicht zur Verfügung. Ja, ich würde sagen, wir bauen einfach mal einen Bären- und Samenstand hinten ins zweite Gebiet. Dann können wir nämlich direkt das nächste Gebiet erschließen und dann macht man das Paradies gleich noch ein bisschen größer. Jupp, bauen wir hier einen Bären- und Samenstand. Die V-Welle von heute sagt Kampf, aber wir können ja mal schauen, ob wir das gleich noch ändern können. So. Ja, wir haben noch einen Stoner hier. So, jetzt können wir das Grundstück zu einem üppigen Wald erschließen.
Okay, wir können ab jetzt unsere Einrichtungen neu anstreichen lassen. Dafür bräuchten wir allerdings erstmal Farbe und das kriegen wir erst sehr, sehr spät, das Zeug. Aber wir schauen jetzt erstmal, was es hier gibt. Also, wir haben Heilsamen, Sinnelbeere, Fragebeere, ein Flinksamen. Das Ding können wir doch gleich brauchen, weil ich brauche sowieso noch ein Flinksamenfeld. Dafür fehlt mir noch einer. Also gut. Dann, was brauchen wir denn für die nächste Erschließung eigentlich? Ich bräuchte noch mehr fruchtbare Erde. Das heißt, wir machen heute einen Auftrag, für den es fruchtbare Erde gibt. Aber erst... eine Runde V-Roulette! So. Nachdem wir immer noch nicht wirklich Geld haben, bleiben wir bei unserer Gratis-Runde. So, da haben wir wieder unser wunderschönes V-Roulette. Ich lasse jetzt einfach mal die Musik ein bisschen laufen. Und dann schauen wir mal. Nope, das war nix. Aber gut, kriegt Viridium einen Bonus. Also, was haben wir gesagt? Erde brauchen wir, oder? Nochmal vorsichtshalber nachschauen. Yep. Ich brauche ein Stück fruchtbare Erde. Na dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Gut, eine Ebene 7 mit einer Bestrafung am Ende. Das hört sich doch toll an. Auch wenn es eine Ein-Stern-Mission ist. Oh, hier wäre es eine Zwei-Stern-Mission. Ist zwar nur E5, aber ich glaube, die nehmen wir eher, weil Zwei-Stern-Missionen bringen mir mehr Paradiespunkte. Also dann. So, das reicht an Items. So. Ich habe erstmal wieder Lust drauf, ein bisschen zu erkunden und mehr zu trainieren. Ich will meine Kalklinge noch etwas weiter aufleveln. Auch wenn ich schon etwas überlevelt bin mit dem ganzen Zeug. Aber ich hätte gern meine Kalklinge einfach noch ein gutes Stück höher. Aber eine kleine Ebene, wie es aussieht. Oder geht es da hinten noch weiter? Er hat es geschafft, sich vergiften zu lassen. Naja. Der hält das noch eine Zeit lang aus. So, nun gebe ich ihm der Piercive-Bäre. Erst will ich wissen, wo der Gang dahin führt. Ah, ich sehe gerade, das mit dem Gift hat sich von selbst erledigt. Irgendjemand hat Domi paralysiert und Paralyse hat das Gift überschrieben. Das nenne ich mal praktisch. Okay.
Dann haben wir hier mehr oder weniger alles erforscht. Dann gehen wir jetzt als nächstes zur Treppe. Oh, Moment, da ist ein Lichtel. Dann lassen wir unsere Teamkollegen mal wieder schön trainieren. Und da kommt der Wind. Ein Ruckzuckhieb, der 75 Schaden macht. Ja gut, Viridium hat eine V-Welle. Mittlerweile ist der Ruckzuckhieb ja auch ein gutes Stück aufgelevelt. Könnte, glaube ich, aktuell so ziemlich die stärkste Attacke sein, die ich habe. Ich kann sie eigentlich mal nachschauen. Moment. Also. Bei mir ist Kalklinge die stärkste, die ich habe. Ja, der Ruckzuckhieb ist mittlerweile ganz schön stark geworden, aber der ist auch schon Rang 5. Ja, Ruckzuckhieb wird durch eine Kampf-V-Welle verstärkt, wenn die Attacke von einem Kampf-Pokémon eingesetzt wird. Die V-Welle beeinflusst nur die Pokémon-Typen und nicht die Attacken. Wenn ich eine Wasser-V-Welle habe, dann werden alle meine Attacken auch stärker, nicht nur meine Wasserattacken. Das ist direkt schade, dass der hier wieder ein Protein und ein Calcium hier liegen hat. Und eine Citrubeere und ich habe kein Geld da. Echt schade. Wirklich, wirklich schade. Yay, eine Box. Ist auch wieder eine relativ kleine Ebene hier. So. Auf dem nächsten Level lerne ich ja sogar schon wieder eine Attacke. Auch wenn es keine ist, die ich selber lernen werde.
Auch wenn die Attacke im Originalspiel ganz okay ist, ist sie in Pokémon Mystery Dungeon leider nicht wirklich stark. Wie? Also wenn man allein den Schaden von Viridium anschaut, dann merkt man das mit der V-Welle, ne? Ein Flea-Orb. Ich glaube nicht, dass ich sowas hier jemals brauchen werde. Okay, hier ist die Treppe. Der Elektroball wurde gerade aufgestuft. Ich kann die auch aus der Entfernung bekämpfen jetzt. Hab zwar noch nicht wirklich viele Attackenpunkte auf der Aquawelle drauf, aber das ändert sich ja auch bald noch. Ebene 4, auf 5 müssen wir. Hier ist einmal Treppe. Gehen wir erstmal da runter und schauen, was da ist. Ja, und da die ganze Zeit mit Elektroattacken auf dem Pokémon mit Starthilfe drauf. Hier ist auch nix. Aber gut, wir haben jetzt dann sowieso bald einen neuen Story Dungeon. So, und jetzt schauen wir da oben mal noch nach. Ich glaube zwar eh, dass da wieder nur ein Rundgang ist, aber na gut, ein Raum dazwischen, aber sonst. Der Stream läuft heute wie Butter. Okay. Viridium erreicht Level 27. Okay.
Wow, 1 KP macht der Absorber jetzt noch bei mir. Nein, ich bin überhaupt nicht überlevelt hier. Okay, da kommt der Herr Wind schon wieder. Und Herr Wind sagt, dass wir die Ebene verlassen sollen. So. Na dann. Ich würde sagen, das ging schnell. Und Emolga lernt eine neue Attacke. Was lernt er denn? Elektroball lernt er. Gut, der ist sogar schon ein bisschen aufgelevelt. Die Frage ist, lohnt es sich dafür, irgendwas wegzumachen? Nicht so wirklich. Weil alle anderen Attacken, die Emolga hat, mit Ausnahme der Schockwelle, sind besser aufgelevelt. Und Schockwelle macht mehr Schaden als Elektroball. Also, nope. Ja, GG, easy. Genau. Ah, da liegen noch ein paar Items rum, die hätte ich gern noch. Passivbeere, Geld. Dann schauen wir uns mal auf der Ebene noch ein bisschen um. Okay. Ist das eine Ebene mit Extra Stage? Das sieht mir nämlich fast danach aus. Was brauchen wir denn? Gift-Pokémon habe ich leider nicht dabei. Ich sollte demnächst vielleicht mal diesen einen roten Schlüssel mitnehmen, für den Fall, dass wir irgendwo eine rote Tür haben. Na gut, auf der Ebene zu warten bringt jetzt nicht sonderlich viel. Gehen wir einfach. Ich würde es langsam gern mal so in einem Bonusbereich machen, weil dafür habe ich mittlerweile so einigermaßen genug Level, um das zu schaffen. Und wieder 40 Paradiespunkte. Dann tun wir einmal speichern und dann geht's direkt weiter. Was heißt hier genug Abenteuer? Ich habe jetzt einen Dungeon gemacht. So. Schon wieder ein neuer Tag. Letzte Nacht habe ich überhaupt nicht geträumt. Guten Morgen, Kilian. Bist ja schon wach. Nun, erzähl mir, wovon du letzte Nacht geträumt hast. Hattest du wieder diesen Traum? Oh, bewahr einfach einen kühlen Kopf. Es bringt nichts, die Geduld zu verlieren. Wirst bald wieder diesen Traum haben und mehr erfahren. In der Zwischenzeit bringen wir dich auf andere Gedanken. Los an die Arbeit. Emolga und Dumiesel sind auch wieder da. Guten Morgen. Lass uns auch heute wieder unser Bestes geben. Nanu? Wenn das mal nicht Matriful und Yorklef sind. Was gibt es denn? Bitte entschuldigt, aber ich müsste euch um eure Hilfe bitten. Mein Sohn Folikon, ihr müsst mir dabei helfen, ihn zu suchen. Folikon? Willst du damit sagen, er ist verschwunden? Ja.
Er war bereits weg, als ich heute Morgen aufgewacht bin. Ich dachte zuerst, er spielt sicher nur irgendwo. Aber als ich seinen Freund Jörgler fragte, meinte dieser, er sei nicht bei ihm. Als ich das von seiner Mutter hörte, habe ich die Orte abgesucht, an denen er sonst am liebsten spielt, aber ohne Erfolg. Normalerweise würde ich mir da gar keine Sorgen machen, aber in letzter Zeit hört man doch überall, dass es gehe da so ein sonderbares Pokémon um. Ich konnte also nicht einfach nur untätig herumsitzen. Ja, das ist in der Tat Anlass zur Sorge. Weißt du was? Wir gehen ihn suchen. Vielen, vielen Dank. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich werde auch unbeirrt weitersuchen. Weißt du denn, wo er vielleicht hingegangen sein könnte? Da wäre höchstens die Tauwiese. Oder vielleicht der Farbenwald? Wie? Was? Der Farbenwald? Ich fasse es nicht. So einen gefährlichen Ort habt ihr euch zum Spielen ausgesucht? Tut mir leid, aber man findet dann nur mal so schöne, seltene Sachen. Na, ich würde sagen, für so etwas ist jetzt keine Zeit. Viel wichtiger ist doch jetzt, dass wir aktiv werden. Der Farbenwald hört sich auf jeden Fall gefährlicher an als die Tauwiese, oder? Ja. Dann werden wir uns also mal im Farbenwald auf die Suche machen. Und ihr seht euch auf der Tauwiese um. Alles klar. Danke für eure Hilfe. Ist wirklich ganz toll, dass ihr es macht. Kilian, stell bitte das Einsatzteam für die Suchaktion im Farbenwald zusammen. Wenn du nicht mitnimmst, den lasse ich einfach irgendwo anders mitsuchen. Gute Idee. Je mehr sich an der Suche beteiligen, desto besser. Kilian, such dir aus, wer dich begleiten soll, und dann kann es losgehen. Machen wir uns auf zum Farbenwald und sehen wir zu, dass wir Folikon finden. Ja, dann dürfen wir jetzt in den Farbenwald gehen, aber vorher... erstmal wieder... Moment, was haben wir heute für eine V-Welle? Heute hätten wir eine Normal-V-Welle. Könnten wir ja mal Dummiesel mitnehmen für den Fall, dass... ja, wenn ich beim V-Roulette wieder nichts rauskriege, dann nehme ich heute mal Dummiesel mit. So, dann trainieren wir hier jetzt erstmal wieder eine Attacke. Und zwar die Razor Shell. So, dann ist die Kalkling jetzt auch schon kurz vor Level 3. Dann Donnerblitz hat Domi ja immer noch nicht. Aber bald. Ich nehme mal die Dinger hier. Wobei, das Kraftband behalte ich mal, aber die beiden nehme ich mal ganz kurz. Wobei, die hier auch. Dann verkaufen wir die mal schnell. Ich brauche gerade ein bisschen Geld. So. Wir werden erstmal... oh, Moment. Da hat es mir gerade die Internetverbindung weggehauen. Moment mal. Okay, geht wieder alles. Bei mir hat es kurz... war ganz kurz das Internet weg. Okay, geht wieder, alles klar. So, ich wollte hier gerade ein paar Kleinigkeiten verkaufen. So.
dann schauen wir doch mal. Ja, das war klar, dass der Stream kurz offline war. Bei mir hat es die Internetverbindung kurz weggehauen. So, aber jetzt erstmal wieder zum täglichen Spaß mit dem V-Roulette. So. Und stopp. Das wird nichts. Niemals, dass das was wird. Gut, dann nehmen wir heute Dummiesel mal mit. So. Morlot. Ich lasse dann einfach mal Emolga für einen Tag kurz da. Du gehst mal auf Abruf und Dummiesel, du kommst heute mal mit. Das heißt, wir kriegen jetzt erstmal eine Tonne voller Level-Ups, sobald wir im Dungeon den ersten Schritt machen. Nämlich eine Tonne von Level-Ups für unseren kleinen Dummiesel. Hier ist ja so langweilig. Hat denn niemand eine Box für mich? Oh ja, ich habe gleich drei für dich. Ein Goldbahn, sehr schön. Und noch ein Goldbahn. Sehr schön. Und was haben wir hier jetzt noch? Und noch ein Goldbahn. Nun, hat sich ja heute richtig gelohnt. Wie viel haben wir denn jetzt inzwischen schon? 14 Stück. Fehlen ja nur noch 36. Ja. 36 und ich kann mir die Blizzard-TM holen. Na dann, müssen wir auch nichts ablegen, weil wir keine neuen Items dazu bekommen haben. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den Farbenwald. So, wie viele Level-Ups kriegt Dummiesel jetzt? Okay, wir müssen nach der gelben Blume Ausschau halten. Okay, Level-Ups gibt's gleich, sobald wir wirklich im Dungeon sind. Und go! Auf 26! Oha, das waren 20 Level-Ups! ja... Groll kannst du... Wieso steht das immer auf Nein? So, was kommt jetzt? Kreideschrei braucht man nicht. Oh, das steht auch immer auf Nein, mein Gott. So, was kommt jetzt? Gerne. Nee, braucht man auch nicht. Ist zwar eigentlich eine nette Attacke, aber dieses Spiel ist zu einfach, um taktisch spielen zu müssen. Antikraft, das kannst du gerne haben. Bodycheck. Naja, besser als Raserei ist es. So, was kommt als nächstes? Ruheort. Na gut, wäre eine Attacke zum Heilen, aber nö.
Brauchen wir auch nicht. KP um 27, Angriff um 16, Verteidigung um 13, Spezialangriff um 15, Spezialverteidigung um 13. Ja, das war mal ein ordentlicher Stat-Boost. Ach ja, Moment mal. Statistik war's drin. Dummiesel, du darfst auch machen, was du willst. Er ja, rennt mir trotzdem hinterher. Na gut. So. Oder er rennt Viridium hinterher. Eine Sackgasse. Hier rennen schon wieder die Bunkel rum. Okay, Treppe kann ja nur noch da hinten dann sein. So. Okay, hier ist die Treppe, dann schauen wir noch, was da oben ist. Auf jeden Fall erstmal Geld. Geld ist immer gut. Ups, das war eins zu weit. Ja, ja, ich weiß schon, dieses Mal bin ich zu weit gegangen. Wow, Dummiesel hat einen Antikkraft-Proc bekommen. Ich habe eine Nachricht in Discord. Da muss ich direkt mal schauen. Das ploppt jetzt zwar ganz kurz in die YouTube-Aufnahme rein, aber Moment. Okay. Alles klar. So, ich lerne eine neue Attacke, aber die will ich gar nicht lernen. Vergeltung macht hier nämlich leider dasselbe wie Geduld und Geduld ist scheiße. Okay, es ist nur Brand. In diesem Spiel, ja, will ich damit sagen. Hast du erfasst. Ein Waumball. Ja gut, jetzt habe ich leider gerade kaum Zuschauer hier. Sonst würde ich euch jetzt ja fragen, wie ich den nennen soll. Aber nachdem gerade niemand da ist, kriegt er jetzt einfach erstmal keinen Spitznamen. Level 16 sind die hier, okay. Hm.
Fast niemand. Okay, wir hatten die gelbe Blume am Anfang. Das heißt, wir müssen hier jetzt die gelbe suchen. Hier ist die rote. Ein schlafendes Flapterix. Hey, Kalkling ist aufgestiegen. Kalkling ist jetzt Level 3. Okay, hier ist die gelbe Blume. Ich schaue mich hier bloß nochmal ganz kurz um, ob hier vergrabene Items oder ähnliches sind. Oh, ein Lichtel. Hier ist die blaue Blume. Ja gut, wir müssen ja eh zur gelben. Weil am Anfang vom Dungeon war eine gelbe. Okay. Eigentlich könnte ich Wurmball ja auch mit Zornklinge angreifen. Der hat ja hier noch keinen Feentyp. Gibt's ja hier auch noch gar nicht. Ist wieder irgendeine Attacke aufgestiegen. Ich habe zwar jetzt nicht genau gesehen, welche, aber irgendwas wird schon gewesen sein. Da ist Dummiesel. Hier geht's nicht weiter. Oder zumindest nicht in die Richtung, in die ich gerade will. So. Zu mir kommt wieder mal irgendwie niemand. Aber das hat man halt davon, wenn die Treppe mal wieder im letzten Eck ist. Na, sieh mal einer an, da ist Folikon. Ich bin ja ganz schön tief in den Wald vorgedrungen. Yep. Sieht so aus, als könnte ich hier einen guten Fund machen. Hoffentlich finde ich was Schönes. Dann will ich mal die Augen offen halten. Nanu.
Warum ist denn an dieser Stelle die Erde so komisch aufgeworfen? Sieht fast so aus, als ob... Sieht so aus, als wäre da etwas vergraben. Ich fange besser mal an zu graben. Na, sieh mal einen an. Wahnsinn, ein roter Edelstein. Wie wunderschön. Wenn ich ihr den mitbringe, wird sie sich sicher freuen. Mal sehen. Was haben wir denn hier noch? Das sind so was seltsame Muster. Ah! So. Na, jetzt mal große Raterunde. Wen oder was hat er da jetzt getroffen, der gute Folikon, hm? Also, ich weiß es schon, aber ich verrate es jetzt erstmal nicht. Schauen wir mal, ob da unten noch irgendwas ist. Scheinbar nur ein sehr langer Gang. Da hat Domiesel mal wieder einen Antikraft-Proc bekommen. Und schon wieder einer. Scheint hier ziemlich oft zu procken. Moment, da liegt ein Item. Wieso nimmt das niemand mit? Domiesel erreicht Level 27. Seine Werte steigen zwar nicht sonderlich stark an, aber er steigt wenigstens schnell in den Leveln. Ups, ich wollte mich eigentlich vorher umdrehen. Naja, macht nix. Auf den einen Attackenpunkt kommt es jetzt gerade auch nicht an.
Schon wieder ein Elitzheber. Haben wir doch schon. Leuchtboden. Ein Top-Elixier. Hallo, Lichtel. Da haben wir die gelbe Blume. Noch ein Leuchtboden. Was haben wir hier? Oh, ein Goldbahn. Hier war noch irgendwo ein Pokémon. Ja, hier ist eins. So, nachdem hier die gelbe Blume ist, müssen wir hier weitergehen. Ein Schlaforb. Ach, wie ich es liebe mit diesem verdammten Konfusstrahl. Nicht wirklich. Außer vielleicht eine kleine Cutscene, in der man gesehen hat, wie Folikon etwas ausgebuddelt hat und dann ist, was auch immer man in den Cutscenes davor schon die ganze Zeit durch die Wälder huschen sehen hat, das hat man dann gesehen, wie es auf Folikon zugerannt ist. So, Treppe hier. Hier ist Sackgasse. Okay. Aber du darfst ja mal raten, wer oder was da Folikon entdeckt hat.
Ui, das hat gereicht für ein Level-Up für die Aquawelle. Sehr schön. Hat gleich zwei Striche gegeben. Gut, Feuer ist sowieso erst der allererste. Ich meine, Aquawelle ist gerade Level 1 auf Blau. So, hier gibt es immer einen Ausgang. Ah. Okay, ich hab vergessen, den roten Schlüssel mitzunehmen. Sonst hätten wir das jetzt machen können. Ich habe ja ein Pflanzen-Pokémon mit Viridium dabei und... Ja, die rote Tür hätte ich mit einem roten Schlüssel aufmachen können. Schade eigentlich. Wir sind ja ganz schön weit vorgedrungen. Ah, Kilian, da drüben. Das sieht mir noch glatt nach einer Art Lichtung aus. Da gehen wir gleich mal hin. Folikan, hier hast du also gesteckt. Aha! Oh, entschuldige. Wir wollten dich nicht erschrecken. Was wollt ihr? Wir sind hier, um dich wieder nach Hause zu bringen. Lass uns schnell zurückgehen. Ihr wollt mich nach Hause bringen? Eigentlich wollte ich sowieso gerade den Heimweg antreten. Ich bin außerdem ziemlich oft hier und brauche daher faktisch gar keine Hilfe. Ich verstehe gar nicht, warum ihr so in Sorge um mich seid. Du weißt aber schon, dass eine Mitteilung im Umlauf ist, die davor warnt, das Haus zu verlassen. Es ist definitiv Vorsicht angesagt. Auch deine Mutter macht sich große Sorgen. Sollst dir nicht so viel Kummer bereiten, meinst du nicht? Das stimmt. Angeblich wurde in der Gegend ein verdächtiges Pokémon gesichtet. Das heißt, hier ist es auch nicht sicher. Tja, ein Glück jedenfalls, dass du diesem Pokémon nicht über den Weg gelaufen bist. Komm, gehen wir nach Hause. Tja, eventuell ist er ihm ja über den Weg gelaufen. Mama, bist du in Ordnung? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Tut mir leid, Mama. Ich bin losgezogen, um das hier für dich aufzustöbern. Ist das etwa... Es ist ein roter Edelstein. Es sieht echt aus wie ein Juwel. Wunderschön, oder? Ich wollte dir unbedingt etwas schenken, weil du doch Geburtstag hast. Ach, du bist so lieb. Aber das war ganz schön leichtsinnig. Trotzdem, vielen Dank. Ich habe mir auch Sorgen gemacht, jawohl. Warum musstest du auch unbedingt alleine losziehen? Hättest du mir doch gesagt, dass du dich auf die Suche nach einem Geschenk machst. Dann wäre ich nämlich auch mitgekommen. Tut mir leid, Yorklef. Kilian, Domi, ich weiß gar nicht, wie ich euch für das hier, was ihr getan habt, danken soll. Nehmt das hier bitte als kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Eine Stärke-Memo, ein blauer Schlüssel, 500 Poké, sehr schön. So, dann machen wir uns auf den Heimweg. Tut mir leid, dass ich euch allen Sorgen bereitet habe. Danke, Kilian und Domi. Ach ja, ist ja nochmal alles gut ausgegangen, was? Ich bin echt froh, dass wir das Folikon nichts passiert ist. Richtig gute Freunde, die zwei Kleinen, was? Ja, da wird einem irgendwie ganz warm ums Herz. Schon schön, oder? Wenn man eine Familie und so gute Freunde hat, meine ich. Familie und Freunde. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ich frage mich, ob wohl die Familie von Domi ist. Bisher habe ich irgendwie nie darüber nachgedacht. Speichern und fortsetzen. Und jetzt kriegen wir gleich wieder die Nachricht, dass wir eine Pause machen sollten, ne? Ja, natürlich. Hey, Kilian, bist du noch wach?
Es ist so drückend schwül, dass ich einfach keinen Schlaf finden kann. Kilian, als ich heute Mantri von mit dem Kleinen sah, da kam mir ein Gedanke. Kilian, in deiner Welt, ich meine, in der Welt der Menschen. Nun, dort hast du ja auch Familie und Freunde, stimmt's? Wie ist das so? Versteht ihr euch alle gut daheim? Ich habe weder Eltern noch Geschwister. Solange ich zurückdenken kann, war ich immer allein. Auch Freunde hatte ich nie. Ach, ich wollte so sehr welche. Aber es hat nie geklappt. Die Pokémon hier kommen einfach nicht gut miteinander aus. Wie schön wäre doch eine Welt, in der sich alle besser verstehen. Doch es gibt einfach zu viele Streithähne. Selbst Pokémon, die nach außen hin Freunde zu sein scheinen, scheren sich in Wahrheit nicht umeinander. Niemand sagt, was er wirklich denkt. Es ist alles mehr Schein als Sein. Mir ist dieses falsche Spiel zuwider. Daher ziehe ich es vor, allein zu bleiben. Ich glaube, ich unterscheide mich darin gar nicht so sehr von Viridium. Aber tief in mir drin habe ich mir immer einen Seelenverwandten gewünscht. Nicht nur eine flüchtige Bekanntschaft, sondern einen wahren Freund, dem ich blind vertrauen kann, mit dem ich durch dick und dünn gehen und mein eigenes kleines Paradies erschaffen kann. Deswegen macht mir zurzeit jeder Tag hier total viel Spaß. Danke, Kilian. Ich hoffe, dass diese schöne Zeit kein Ende nehmen wird. Jetzt bin ich aber müde. Ich werde bestimmt schlafen wie ein Stein. Schläfst du schon, Kilian? Dann mache ich das jetzt auch. Bis morgen. Gute Nacht. Tja, was ist da wohl gerade passiert? Man konnte auf jeden Fall, wenn man es einigermaßen gesehen hat, die Umrisse von Raststadt im Hintergrund sehen. So. Kilian! Tommy! Aber Imolga, was hast du denn nur? Es ist hier, in Raststadt. Das verdächtige Pokémon ist hier. Was? Ein verdächtiges Pokémon? Meinst du das Pokémon aus der Mitteilung von der Abenteuergilde? Nun, die Einzelheiten kenne ich jetzt auch nicht. Offenbar lag es bei Raststadt ohnmächtig auf der Straße. Ohnmächtig? Ja. Es wurde fürs Erste in die Herberge gebracht. Svarones kümmert sich um es. Ich konnte einen flüchtigen Blick auf das Pokémon erhaschen, aber mir schien es nicht im geringsten gefährlich zu sein. Wer weiß, ob es überhaupt ein böses Pokémon ist. Das stimmt. Andererseits hat niemand dieses Pokémon bislang hier gesehen. Mit anderen Worten, es bleibt verdächtig. Strepoli ist fest davon überzeugt, dass man ihm nicht über den Weg trauen sollte. Deswegen hat er das Pokémon eben mächtig zusammengestaucht. Verstanden. Wir machen uns gleich auf den Weg zur Herberge. Ja, mach das. Ich trommel inzwischen die anderen zusammen. Kilian, lass uns schnell mal in der Herberge vorbeischauen. V-Wille Psycho, okay. Und ja, das sind tatsächlich die besten Fragen. Bist du schon wach? Schläfst du schon? Und einmal trainieren. So, habe ich die Attacken-Memos zufällig dabei oder muss ich die aus meinem Lager abholen? Wir nehmen das Stärke-Mum, ist eh das einzige, das wir haben. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr auf die Stärke dazu bekommen.
So. Strepoli ist nicht hier. Okay. Dann erstmal wieder schön V-Roulette drehen. Psycho-Pokémon habe ich, glaube ich, eh keine im Team. Bestenfalls irgendwelche, die ich unterwegs aufgegabelt habe. Die will ich nicht unbedingt in den Dungeons mitnehmen. Und dann lassen wir das Ding doch mal wieder drehen. Jetzt geht's rund, hat der Spatz gesagt, wie ein Ventilator geflogen ist. Und das wird wieder nix. So. Ja, wir haben ein paar neue Dungeons freigeschalten. Wow, die Bude ist ja gerammelt voll. Entschuldigung, dürfen wir mal durch? Ein Nachthaarer. Spiel hier bloß nicht das Unschuldslamm. Raus mit der Wahrheit oder muss ich erst andere Seiten aufziehen, du Gauner? Was hast du hier zu suchen? Du führst doch was im Schilde. Nein, ich... Aua. Strepoli, jetzt hör schon auf, es mit deinem Verhör zu quälen. Du siehst doch, dass es leidet. Hm, aber es war doch nass. Vielleicht täuscht es seine Verletzungen bloß vor, um uns in Sicherheit zu wiegen. Und schlägt dann BÄM zu, wenn wir es am wenigsten erwarten. Du leidest unter Wahnvorstellungen. Außerdem solltest gerade du deine Zunge hüten und dich mit Vorurteilungen zurückhalten bei deiner Vergangenheit. Tut mir leid. Das ist also das Pokémon, das ohnmächtig aufgefunden wurde, ja? Stimmt genau. Ich ging nichts Böses an beim Morgenspaziergang meinen Gedanken nach, als ich es regungslos in der Nähe des Eingangs der Stadt liegen sah. Das war vielleicht eine Überraschung. Nun, auf mich macht es keinen bösen Eindruck, aber ein Pokémon wie dieses habe ich noch nie gesehen. Entschuldigt, dass ich euch habe warten lassen, Freunde. Ich habe noch Dummiesel und Viridium geholt. Oh! Nachthaarer! Nachthaarer! Was ist passiert? Wie steht es um ihn? Sein Zustand ist stabil. Er ist zwar auch verletzt, aber er scheint hauptsächlich körperlich erschöpft zu sein. Er sollte sich einmal gründlich ausschlafen, um wieder zu Kräften zu kommen. Verstehe. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Kennst du dieses Pokémon etwa, Viridium? Ja, sein Name lautet Nachthaarer. Er erforscht Dungeons. Er erforscht Dungeons? Ganz genau. Er untersucht die geheimnisvollen Kräfte, in diesem Land hier innewohnen, einschließlich der Dungeons. Seine Forschung konzentriert sich besonders auf den Riesengletscher. Auf den Riesengletscher? Wisst ihr noch, was ich euch erzählt habe, als wir die Fata Morgana gesehen haben? Dass ich den Riesengletscher von einem Berg in der Meeresnähe aus gesehen habe? Damals habe ich Nachthaarer kennengelernt. Ohoho, so ist das also. Da bin ich aber beruhigt. Dann ist er letzten Endes also doch kein Bösewicht. Tut mir leid. Nachthaarer war übrigens nicht das einzige Pokémon, dem ich dort begegnet bin. Er hatte noch eine Freundin bei sich. Sie hieß Psyana. Sie haben zusammen Nachforschungen zum Riesengletscher angestellt. Ein weiteres Pokémon? Wo diese Psyana jetzt wohl ist? Nun, es sind noch einige Fragen offen, aber die Antworten darauf kann uns wohl nur einer liefern, und zwar Nachthaarer. Tja, heute wird das wohl nichts mehr. Aber ich werde euch Bescheid geben, sobald es Nachthaarer wieder besser geht. Dankeschön.
Gut, dann wollen wir mal wieder zurück zum Paradies, was? Das Infobrett wartet bestimmt schon mit spannenden Jobs auf uns. So. Na dann. Neuer fliegender Händler ist eingetroffen. Da wollen wir doch direkt mal schauen, was es für einer ist. Ein Guckmarder. Schauen wir mal, was hast denn du für den Laden? Ein Normal-Dojo. Nur wenn wir schon dabei sind. Gehen wir doch gleich dem Ruckzuckhieb nochmal einen Push. Der braucht es zwar am wenigsten, der ist schon Rang 5 und am besten Weg auf Rang 6, aber gut. Spätestens wenn er Rang 6 ist, geht es eh nicht mehr so schnell nach oben. Boxen habe ich, glaube ich, welche gefunden, ne? Ah, ich hab's genau gesehen. Sie hat gelächelt. Sie ist ja so süß. Hey, du da! Was grinst du so blöd? Machst du dich über mich lustig? Ich mag Ramaidon. Hier hast zwei coole Boxen. Kannst du aufmachen. Schon wieder ein Goldbahn. Und ein Top-Elixier, okay. Top-Elixiere brauche ich jetzt nicht mehr so dringend, nachdem mir die Attackenpunkte nicht mehr so häufig ausgehen. Ich wollte ja den roten Schlüssel mitnehmen. Für den Fall, dass wir irgendwo mal wieder eine rote Tür haben. Oh, wer steht denn da? Ja, das ist eine dieser ganz vielen Side-Stories, die man alle mitkriegen könnte, wenn ich jeden Tag alle Leute anquatschen würde. Aber nachdem ich jetzt sowieso schon jeden Tag die ganzen Dungeons so ausführlich abfarme, wird das wahrscheinlich sonst ein bisschen zu lang. So, wir können wieder ein Grundstück erschließen. Oh, das kostet 1000 Poke. Okay, dafür habe ich momentan noch nicht genug Geld. Das war ein Unratütox. Okay, wir müssen jetzt also ein bisschen Geld sparen, damit wir die nächste Erschließung machen können. Okay, das heißt, wir gehen heute nach dem Job, der das meiste Geld gibt. Aber gut, die... Ich glaube, je weiter hinten, desto mehr Geld, ne? Da hätten wir auf jeden Fall einen Ebene 8 Dungeon, der 250 gibt. Irokex retten. Und außerdem ist das in einem neuen Dungeon, also besteht eine gute Chance, dass wir dort wieder gut trainieren können. So. 16 Goldbahnen haben wir inzwischen. Gut, ich könnte theoretisch mal ein paar Goldbahnen eintauschen, um ein bisschen Geld damit zu machen, aber ich persönlich brauche die Goldbahnen eigentlich dringender für, ja, andere Sachen.
Ja, ich habe vergessen, Dummiesel wieder aus dem Team rauszunehmen. Genau das wollte ich noch machen. Na gut. Der ist ja inzwischen Level 26. Das sollte dann nicht mehr allzu viel schief gehen. Senkt meine Genauigkeit halt noch weiter. Okay. Dummy erreicht Level 26, das heißt, er lernt Donnerblitz. Oder... Ah, nee, stimmt. Seit Gen 5 war Donnerblitz erst etwas später. Slam will er lernen. Donnerschock ist schon auf dem Maximum von der Genauigkeit. Soll ich ihm den beibringen? Na komm, für einen Elektroball, glaube ich, ist das mal drin. Der ist eh nicht so stark. So, das heißt aber jetzt beim nächsten Gegner, der umgehauen wird, kriege ich einen Level up. Die nächste Attacke lerne ich aber erst auf Level 29. Das wird dafür aber wieder eine gute. So. Ein Elfun. Mittlerweile hier schon ein paar weiterentwickelte Pokémon unterwegs. Na gut. Geben wenigstens ein bisschen mehr EP. Oh oh, das sieht nicht so gut aus. Du isst die hier lieber mal. So. Eine Amarena-Beere gegen Paralyse. Bevor du hier auch noch abkratzt. Na, finde ich wenigstens mal ein bisschen Verwendung für die ganzen Sinelbeeren. Bevor die noch weiter mein Inventar zumüllen und so. Ein Chaosorb. Oha, da hat mal wieder jemand eine Attacke überlebt. Also,
nachdem du dich ja vorhin beschwert hast, wie soll denn dieses Toxipet heißen? Sofern du überhaupt noch da bist. Während du überlegst, trinke ich mal einen kleinen Schluck Wasser. Toxicus. So. Toxicus, okay, wenn du meinst. Ist ja gerade sonst keiner da, also darfst du es bestimmen. Level 16 ist der, okay. Okay, eine Aquavelle one-hittet ihn also. Wenn wir schon mal da sind, können wir sie eigentlich auch gleich mal benutzen, das nette Wunderfeld. Hier ist die Treppe. Ein Psycho-Pokémon und das bei einer Psycho-V-Welle. Hier ist erstmal nichts. Okay. Langsam gehen mir die Sindelbeeren aus. Und Viridium erreicht Level 28. Ich habe mich bei diesem Spiel aber eigentlich immer gefragt, wieso man hier eigentlich so früh an ein legendäres Pokémon rankommt. Ein Elfhuhn. Kalklinge ist auch schon wieder kurz davor aufzusteigen. Was bräuchten wir hier?
Das sieht mir fast nach Geist-Pokémon aus, was man hier bräuchte, um da durchzukommen. Ein Keklion-Laden. 512 habe ich. Grimmsamen. Versammlungscape. Das ist ein Calcium. Aber die Persifbeere nehme ich mal mit. Für 50 ist mir die das wert. So. Nachdem ich vorhin ja eine gebraucht habe. Ich muss die Kalkringe noch mal ganz kurz draufbringen. So, haben wir sie wieder ein kleines bisschen besser gemacht. Dann schauen wir noch mal, was auf der anderen Seite hinter dem Keklion-Laden ist. Eine Sinelbeere, das kommt ganz gut. Von denen habe ich neulich ein paar verbraucht. Ebene 6. Okay. Dummiesel auf 28 und der lernt eine neue Attacke. Was lernt er denn? Giftblick. Nein, danke. Die halten ja ganz schön was aus hier. So. Relativ kleine Ebene hier wieder. Und wieder ein seltsamer Dunst. Wieso muss es immer das seltsame Dunst sein? Ich habe doch kaum Geist-Pokémon. So.
Spirokeks. War so klar, dass der mich wieder vergiftet hier. Na, schauen wir mal, ob wir es aushalten, bis wir Irokeks finden. Hier ist er jedenfalls nicht. Da ist er ja. Hey, lass dich ansprechen. Und dann gehen wir raus hier. Paradiespunkte hat es jetzt sogar gegeben. Paradiesrang Gold erreicht. Was kriegen wir denn diesmal für Belohnungen? Hm? Okay, 48 Items im Beutel. Siberio-Hockey. Spornsamenfeld. Trainingssamenfeld. Tauschbörse. Wunderorbs. Boden-Dojo, Eis-Dojo, Level-Up-Samen, ein Lebenssamen, Citrobeere, ein Feuergeschenk und 5 Goldbarren. Wird immer besser. Jo. Also gut. Ich brauche jetzt erstmal wieder eine kleine Streampause. Ich gehe mal davon aus, dass Kenji jetzt dann wahrscheinlich auch gleich gehen wird, weil der muss jetzt gleich noch zum Raid, was ich vorhin mitbekommen habe. Das heißt, von dir verabschiede ich mich schon mal und ja. Ich mache jetzt erstmal Pausenscreen. Und dann machen wir die YouTube-Aufnahme kurz auf Pause.